In einem Sonderzug fuhr der Kaiser von Äthiopien, Haile Selassie, von Amsterdam kommend nach Bonn. Der Empfang in der Bundeshauptstadt wurde zum farbenprächtigsten Ereignis, das Deutschland nach dem Kriege erlebte. Bundespräsident Heuss und Bundeskanzler Adenauer begrüßten den König der Könige auf dem Bahnhof. Unter dem Jubel der Bevölkerung begab sich der Löwe von Juda zu seinem vorübergehenden Wohnsitz auf dem Petersberg. Unmittelbar darauf kam Seine Majestät zum ersten offiziellen Besuch in die Villa Hammerschmidt. Bei einem Galaempfang am Abend traf sich die Prominenz der Bundeshauptstadt mit dem letzten absoluten Kaiser der Welt.